Guten Morgen vom Runenhexaltar. Heute möchte ich euch mit auf die Reise nehmen zu einem Thema, das auf der Erde bei den Menschen ganz oft anzutreffen ist, ganz wichtig ist, das aber auch sehr, sehr schwierig ist. Es gibt ja, wie wir alle wissen, die Rune Evers. Evers erzählt vom Pferd und davon, dass man mit einer Pferdeenergie gesegnet immer in der Herde am besten vorankommt. Zusammenstehen ist die Devise. Pferde brauchen einander, sie können nicht gut alleine sein. Das ist unser natürlicher Zustand auch, wir können auch nicht gut alleine sein. Ja, wir brauchen andere Menschen, wir brauchen das, wie die Pferde auch sich beknabbern, das miteinander Wege gehen, miteinander Futter finden und all das ist ähnlich bei den Menschen. So sagt uns Evers im aufrechten Sinne: Deine Reise geht gut voran, solange du dich in der Herde bewegst und auch dich einfühlen kannst in die Herde und in die Begebenheiten, die da wichtig sind. Das zum Thema Hellfühligkeit habe ich bestimmt schon an anderer Stelle erklärt. Wenn nicht, muss ich es dir ein andermal erklären. Denn heute geht es mir darum, der Moment, wenn gemeinsame Wege nicht mehr passen, wenn gemeinsame Wege enden oder wenn du spürst, dass du nicht in eine Herde passt oder die Herde spürt, dass du nicht zu ihnen passt. Der Moment, wo alles nicht mehr schön ist miteinander. Der Moment, wo man merkt, man kommt mit diesem Menschen, mit diesem Wesen, mit diesem Tier, was auch immer, man kommt nicht mehr weiter. Die Reise geht zu Ende. Das ist das klare Gefühl, das manchmal entsteht. Ja, das ist unbeliebt. Es ist unbeliebt und man wagt es kaum, dazu zu stehen. Man hat sofort ein schlechtes Gewissen. Das kann man doch nicht machen. Und man muss doch gut und freundlich sein. Aber das Herz lässt sich nicht bescheißen, wisst ihr? Und manchmal sind Wege einfach zu Ende. Im Festhalten und nicht zugeben liegt nicht die Kraft, die es für neue Wege braucht, sondern da liegt die Kraft, einen unguten Zustand aufrechtzuerhalten. Und das macht keinen Sinn. Es geht auch ums Loslassen, ja, alter Gefährten, die sich vielleicht selbst aus der Herde nehmen wollen. Es geht einfach ganz viel darum, gemeinsame Wege zu beenden. Das tut immer weh. Und das Video wird unscharf, denn es ist mit Schmerz verbunden, ja. Aber weißt du, indem du nicht dazu stehst, dass etwas vorbei ist, nimmst du dem ganzen Universum die Möglichkeit, es richtig zu gestalten. Hör auf, sobald du jemanden nicht mehr magst, ein schlechtes Gewissen zu haben. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan, weil man hat immer erstmal ein schlechtes Gewissen. Aber eine Übungsaufgabe für dich. Frag dich, warum hast du ein schlechtes Gewissen, dieses oder jenes Wesen in deiner Herde nicht mehr haben zu wollen? Warum? Wer sagt, dass das schlecht ist, etwas zu beenden, womit man sich nicht mehr wohlfühlt? Frag dich, wann dir das das allererste Mal in deinem Leben passiert ist. Wann hast du das erste Mal an etwas oder jemandem festgehalten, weil es sich so gehört und weil es nicht freundlich wäre, gegen dieses Wesen zu stehen? Und es aus der Herde rauszuhaben zu wollen. Wann
war dein erstes Mal, wo du etwas aufrechterhalten hast, obwohl du es nicht mehr wolltest? Und was ist wirklich deine Angst dabei, zu deinen echten Gefühlen zu stehen? Denn du wirst deine Hellfühligkeit und all dein Einfühlungsvermögen verlieren, wenn du nicht dazu stehst, was du wirklich fühlst. Jetzt muss ich leider aufhören, Leute, denn meine Herde kommt gerade glücklicherweise nach Hause, nachdem sie wieder mal eine Nacht verschwunden war. Die Malle ist da. Bei mir sieht das also so aus. Hier, ich zeige sie euch. Schau, da ist mein Malle. Und Malle hat jetzt Hunger. Stimmt's?